Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er lehrte uns, dass der Alltag damit anfängt, wenn man sein Haus verlässt, dass man sagt, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dies wird überliefert von unter anderem Anas. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er pflegte ja mehrmals am Tag sein Haus zu verlassen. Ja, war in der Regel war er in der Regel mehrfach zu Hause und half dort, in der Regel, wie Aisha berichtete, radiallahu anha. Und wenn der Ruf dann zum Gebet kam, dann verließ er sein Haus. Und was sagte er dann? Er sagte, Bismillah, also mit dem Namen Allahs, fange ich diesen Tagesabschnitt an oder beginne ich mit dieser oder jener Aktion, tawakkaltu ala Allah, und ich setze mein Vertrauen auf Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, und es gibt keine Macht oder Kraft außer durch Allah. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehrmals am Tag, und der Hadith wurde berichtet von Imam at-Tirmidhi, und die Gelehrten sahen, dass dieser Hadith eigentlich von Imam Muslim hätte in seinen Sahih aufgenommen werden müssen. Das heißt, er erfüllt sehr strenge Kriterien, aber Imam Muslim war dafür bekannt, wie gesagt, die Crème de la Crème in Sachen Sahih in seinem Werk mit aufzunehmen. Das sage ich nebenbei. Auch wir sollen, inshallah, immer versuchen, die Crème de la Crème, ja, das Beste vom Besten in unseren Werken anzustreben und nicht einfach so irgendwelche halben Jobs machen. Was passiert dann mit der Person, die Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah sagt? Über diese Person wird gesagt, Hudita wa kufita wa wuqit. Du hast Führung bekommen, du hast Verteidigung bekommen und du bist beschützt. Also wer drei Dinge sagt, ja, mit dem Namen Allah fange ich diesen Tagesabschnitt an oder diese Aktion an und auf ihn baue und vertraue ich und es gibt keine Macht oder Kraft außer bei ihm. Dieser Person wird gesagt, du bist beschützt, du wirst verteidigt und du bist geführt. Und ein Scheitan sagt zum anderen, wenn der Muslim sein Haus verlässt und diese Worte wiederholt, kafa laka, kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ja, so sinngemäß, was willst du mit dem anfangen, mit dieser Person, die geführt wurde und verteidigt wird und beschützt ist? Im Sinne von, du hast gleich verloren. Ja, such dir lieber jemanden anderen. Such dir lieber einen Muslim, der nicht mit diesem Bewusstsein sein Haus verlässt. Was macht diese drei Worte, liebe Geschwister, so wertvoll? Bismillah, dann haben wir schon eine Absicht, liebe Geschwister. Dann ist unser Herz schon auf Allah Ta'ala gerichtet. Und nicht nur, dass es eine Absicht ist, sondern man hat sie mit der ersten Tat oder mit der Einleitung der Tat verbunden. Nämlich mit dem Rausgehen. Wir gehen raus. Wir brauchen etwas, wir gehen raus. Wir suchen Arbeit, wir gehen raus. Wir wollen lernen, wir gehen raus. Wir wollen etwas lösen, wir gehen raus. Wir sind aktiv. Wir sitzen nicht auf unserer Couch und warten, bis sich die Dinge von alleine ändern. Sondern wir sind proaktiv, liebe Geschwister. So eine Redensart, ja, in Fitnesskreisen. Ja, manchmal ist das sich selbst heben schwieriger als das Gewicht auf den Hanteln. Also bis man erstmal diesen ersten Schritt gemacht hat. Ja, bis man die Treppe runtergegangen ist, um seinen Spaziergang oder um seinen Jogginglauf zu machen. Das sind die allerschwersten Schritte. Die allerschwersten Schritte. Also man fängt bereits mit einer Tat an. Und man vertraut auf Allah. Wir müssen positiv denken, weil Allah Ta'ala mit uns ist. Weil wir uns mit ihm verbinden. Vertrauen. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, auf der anderen Seite, ja, wenn wir rausgehen und wir sind proaktiv und wir nehmen die Dinge in die Hand, manchmal können wir verrückt werden, indem wir den Erfolg einer Angelegenheit uns selbst zusprechen. Ja, ich habe gemacht und ich habe getan und ich habe geplant. Aber nein,
Du erinnerst dich mehrmals am Tag daran, dass es keine Macht oder Kraft, keine Veränderung außer durch Allah Ta'ala gibt, um vor Arroganz geschützt zu sein, sondern wir sind demütige Diener. Und diese wertvolle Botschaft der Harmonie zwischen Vertrauen auf Allah und Eigeninitiative wird auch in den Worten vom Propheten ausgeführt. Sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if. Der starke Mu'min ist bei Allah besser und beliebter als der schwache Mu'min. Aber der Prophet ergab uns allen Trost, wir sind alle irgendwo schwach, indem er sagte, wa fi kullin khayr. Und in allen ist Gutes, auch in den Schwachen. Wa fi kullin khayr. Und er sagte weiter, ihris ala ma yanfa'uk. Sei aufmerksam, sei bedacht, pass gut auf das, was dir Nutzen bringt. Und gleichzeitig, wasta'in billah. Aber suche Hilfe durch Allah. Manchmal wollen wir da draußen unseren Nutzen absichern, aber durch verbotene Wege. Durch Betrug, durch Lüge, durch das Brechen von Regeln, durch Hintergehen, durch andere schlecht machen, um sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir schauen nicht nur auf das, was uns nutzt, sondern wir erlangen es oder wir streben es an durch Allah Ta'ala und wir bauen auf Allah Ta'ala. Wir wollen lieber einen Cent im Halal haben. Wir können das auch weiter ausführen. Wir wollen lieber 1 Milliarde Schulden haben, liebe Geschwister, im Halal, als 1 Cent im Haram verdient zu haben. Als 1 Cent im Haram verdient zu haben. وَلَا تَعْجَزْ. Und sei nicht unfähig. Sei nicht schwach. Sei nicht untätig. Sei nicht schwach, unfähig oder untätig. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. Und sag nicht, dass wenn dich, nachdem du diese Einstellung hast, und diese Lebensweise hast, sag nicht, dass wenn dich etwas trifft, an Erschwernis, an Prüfung, sag nicht, hätte ich doch dieses und jenes gemacht, wäre dies und jenes passiert. Denn was passiert dann? Walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Das ist das Schicksal von Allah und er tut, was er will. Das Schicksal von Allah und er tut, was er will. Der eine oder andere, der vielleicht sagt, ja, ich bin in der Gastronomie tätig und das wahre Geld wird über den Verkauf von Alkohol gemacht und indem man eine gewisse Atmosphäre kreiert, ja, ihr wisst schon. Aber du verdienst dadurch 1 Cent durch Haram. Geh den Halal-Weg. Was passiert, wenn du scheiterst? Sag nicht, hätte ich dieses oder jenes getan. Denn du hast deinen Plan gehabt im Halal. Du hast deine gute Absicht gehabt. Du hast dir Rat geholt. Du hast ein Konzept ausgearbeitet. Und es ist schief gegangen. Der Islam hat uns keine Garantie gegeben, dass wir niemals bankrott gehen können, wenn wir im Halal arbeiten. So läuft es nicht. Selbst wenn wir ein gutes Konzept haben. Manchmal ist es Schicksal, auf diese Art und Weise geprüft zu werden. Und vielleicht ist es besser, als Multimillionär zu werden. Vielleicht ist es ein Geschenk von Allah Ta'ala. Deswegen sag nicht, hätte ich dieses oder jenes getan. Denn was passiert sonst? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ لَوْ, also das Wort لَوْ, wenn und hätte, تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Dieses Wort oder diese Einstellung, hätte und wenn, ja, wie sagt man im Deutschen, hätte, Fahrradkette, ja, das öffnet nur die Tür für den Scheitern. Öffnet nur die Tür für den Scheitern. Das heißt, wir sind zukunftsorientiert. Ja. Wir vertrauen auf Allah. Wir bemühen uns stark, kompetent, fähig, gebildet, bereit zu sein. Und dann, was passiert, passiert. Alhamdulillah. Wir können auch in der Dunya scheitern. Das ist kein Problem. Und das, liebe Geschwister, macht uns erst stark. Nicht unsere Erfolge oder unsere Erfolgserwartungen machen uns stark. Manche von ihnen haben schreckliche Angst.
Ich rede jetzt von den Erfolgreichen. Ja, ich habe mich hier ein Interview von Mike Tyson gesehen. Ja, Hamdullah hat zum Islam gefunden und hat seinen alten Lebensstil kritisiert und sehr selbstkritisch. Ja? Und er sagt, dass er damals der ängstlichste Mensch gewesen ist, als er noch eine Siegesserie hatte, weil er Angst vorm Scheitern hatte. Er war der gefürchtetste Mensch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, der Seite nach innen, im Inneren, war er der ängstlichste Mensch, weil er Angst vor der Niederlage hatte. Diese Worte, liebe Geschwister, sie nehmen uns die Angst vor einer weltlichen Niederlage. Sie nehmen uns die Angst. Ja, der Mu'min, der qawi ist, der fähig, der stark ist, der vorbereitet ist, der ist natürlich besser als derjenige, der schwach ist bei Allah und beliebter. Aber in allen ist Gutes. Ja, also auch wenn wir nicht so kompetent sind, Allah liebt uns auch. Allah sieht auch in uns Gutes. Und wir vertrauen auf Allah und wir achten auf das, was uns nutzt. Aber wenn was schief geht, ja, wir sagen nicht wenn und hätte. Das sagen wir nicht, weil das öffnet nur die Tür für den Scheitern. Vertrauen, liebe Geschwister, ist so wichtig. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und der letzte Hadith, das möchte ich euch mitgeben, er ist im Sahih Muslims auch, und dieser hier, die folgenden Worte wurden festgehalten, auch von Imam At-Tirmidhi. Das ist auch ein guter Hadith. Ja? Zeigen uns auch, wie wichtig das Vertrauen ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكلي لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Wenn ihr wirklich auf Allah Ta'ala vertrauen würdet, so wie es sich gehört, so wie es sich gehört, das, was wahres Vertrauen ist auf Allah Ta'ala, so würdet ihr versorgt werden wie die Vögel, die mit leerem Magen, also die mit Hunger hinausfliegen und satt zurückkehren. Die Vögel sind ja aktiv. Das ist interessant an diesem Hadith. Er soll vielleicht auch am Anfang irritieren, weil die Vögel sind ja fleißig. Die Vögel, die fliegen ja und kehren zurück gesättigt. Aber der Prophet sagte nicht, wenn ihr so fleißig wärt wie die Vögel, würdet ihr versorgt werden. Sondern er betonte hier das Vertrauen im Rahmen der Aktivität. Wieder haben wir diese wundervolle Verknüpfung zwischen Vertrauen auf Allah Ta'ala und eigene Anstrengung und Eigeninitiative. Wir kennen auch den authentischen Hadith, den auch Imam At-Tirmidhi unter anderem sammelte, dass ein Mann den Propheten fragte, sallallahu alaihi wasallam, was soll ich machen? Ja? Ich parke mein Reittier vor der Tür. Ja, wir haben unsere Autos vor der Tür. Soll ich es anbinden? Soll ich das Auto abschließen? Und zum Moschee gehen? Oder soll ich auf Allah Ta'ala vertrauen? Ja. Und oft im Leben kriegt man von Menschen eine Drucksituation auferlegt. Entweder oder. Entweder oder. Aber es ist nicht immer entweder oder. Manchmal gibt es eine dritte Option. Manchmal gibt es daneben hunderte von Optionen. Wir sollen also nicht in die Falle tappen und dann entweder oder wählen, sondern wir schauen auf das, was wir sehen, was wir vorzuschlagen haben. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, i'qilha wa tawakkal. Binde dein Kamel, binde dein Reittier an und dann vertraue auf Allah. Wir machen also beides. Wir machen also beides. Liebe Geschwister, wir haben hier über bedeutsame Aqida-Lektionen und Tarbiya-Lektionen gesprochen. Lass uns aber auch über eine Realität sprechen, über die der Prophet auch sprach, sallallahu alaihi wasallam, nicht im selben Sinne, wie sie uns betrifft, aber weil er ein Vorbild war und weil er der Verkünder Allahs Willen gewesen ist, gab er uns diese Lektion mit. Was passiert, wenn wir unser Herz nicht so erfüllt vorfinden, so strahlend vorfinden, beleuchtet und erwärmt
von all diesen Lektionen und vielen anderen mehr? Was ist, wenn unser Herz sich bewölkt fühlt? Dieses Bild des bewölkten Herzens. Was tun Wolken? Wolken verhindern, dass das Licht durchstrahlt. Wolken verhindern, dass die Wärme ankommt. Sie mindern die Wärme und sie mindern die Helligkeit. Kennen wir dieses Gefühl? Ich würde wetten, dass wir es kennen. Aber wir wetten natürlich nicht im materiellen Sinne. Das ist eine sprachliche Metapher hier. Natürlich kennen wir es, weil der Prophet davon sprach. Sallallahu alaihi wasallam. In einem Hadith, den Imam Muslim sammelte, sagte er, innahu la yuranu ala qalbi. Ja? Also wortwörtlich, dass sein Herz auch bewölkt wird. Was war damit gemeint? Imam an-Nawawi sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am liebsten im Gebet. Das war sein Seelentrost gewesen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war gleichzeitig auch weltlich beauftragt. Er musste den Islam vor Feinden schützen, er musste den Islam lehren, er musste Menschen in zwischenmenschlichen Angelegenheiten, in weltlichen Angelegenheiten helfen. Er musste selbst auch ein weltliches Leben leben. Er musste selber seine Familie versorgen. Er musste selbst sein Schild an einen jüdischen Nachbarn verpfänden, um Gerste zu haben für seine Familie. Und all diese religiös-weltlichen Angelegenheiten, sie verringerten um fast nichts diese Konzentration auf Allah Ta'ala. Es war auch Ibadah und wichtige Ibadah. Ansonsten hätten wir kein Vorbild. Ansonsten hätten wir keinen verteidigten und reinen Islam, der uns erreicht hat. Aber der Prophet mochte das nicht. Er wollte die Perfektion. Und wichtig ist für uns, dieser Hadith trifft mehr auf uns zu, im eigentlichen Sinne, denn er gab uns mit, dass dies mit unseren Herzen wird passieren. Sie werden bewölkt sein. Und was sagte er dann? Sallallahu alaihi wasallam, وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Und wahrlich, ich bitte Allah Ta'ala 100 Mal am Tag um Vergebung. Hier gab er uns gleich auch das Heilmittel mit, liebe Geschwister. Wenn wir diese Wolken verspüren, sollen wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Direkt. Nicht irgendwie aufschieben. Keine gute Tat aufschieben. Oder eine gute Tat planen, sagen, okay, ich mache später eine gute Tat. Weil manchmal kommt diese gute Tat nicht. Sondern reinige dein Herz, was verrostet wurde, was bedeckt wurde, durch die Vergebungsbitte. Und dann wirst du wieder befähigt sein, die Wärme des Islams zu spüren und sein Licht zu sehen und durch das Licht des Islams zu sehen. Und wir müssen Hoffnung haben, liebe Geschwister. Wenn wir dieses Gefühl haben, unser Herz ist nicht richtig Gott ergeben, wir müssen Hoffnung haben. Ibn Ata'ullah al-Iskandari, jemand, dessen Werke über die Seelenreinigung Akzeptanz in der Umma gefunden haben, er sagte, Man istagraba an yunqidahu Allahu min shahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflati, فَقَدْ اسْتَعَجَزَ الْقُدْرَةَ الْإِلَهِيَّةِ. Wer es seltsam findet, dass Allah ihn errettet von seinen Gelüsten und ihn hinausführt aus seiner Nachlässigkeit, der hält die göttliche Macht für gering. Der hält die göttliche Macht für gering. Und er rezitierte aus dem Koran, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Und Allah Ta'ala ist zu allen Dingen fähig. Und weil wir wissen, Allah Ta'ala ist zu allen Dingen fähig, sollen wir nicht die Fähigkeit Allah Ta'alas
gering schätzen, dass er uns aus unserer Nachlässigkeit herausholt und dass er uns von unseren Gelüsten und Leidenschaften befreit. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, was der Prophet auch regelmäßig sagte, als er das Haus verließ, in einem Hadith, der von Imam an-Nawawi und von Imam Ibn al-Qayyim als Sahih eingestuft wird, er sagte: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal. Au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhal au yujhal alay. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir davor, dass ich in die Irre gehe oder in die Irre führe. Oder dass ich versehentlich einen Fehler begehe oder dass sich mir gegenüber jemand versehentlich falsch verhält oder dass ich unterdrücke oder unterdrückt werde. Oder aber, dass ich mich schlecht gegenüber jemandem benehme oder sich mir gegenüber jemand schlecht benimmt. 4 Kategorien von Herausforderungen, wenn du dein Haus verlässt. Es kann sein, du triffst auf einen Irreführenden. Auf einen Irreführenden. Letztens verfolgte ich ein Gespräch und jemand kritisierte Glücksspiel und Prostitution. Eigentlich offensichtlich. Und die Person sagte, ich bin für Prostitution und für Glücksspiel. Jeder sollte mit seinem Körper oder mit seinem Vermögen machen dürfen, was er will. Also im Rahmen der Freiheit hat diese Person Prostitution und Glücksspiel gut geheißen. Ja? Im Namen der Freiheit. Ja, wie der Scheitan auch die schlechten Taten ausschmückt mit besonderen Worten. Ja, soll ich euch zu einem Baum führen, dessen Frucht euch ewiges Leben bringt? So. Allah Ta'ala hat das verboten. Was fängst du hier an, Dinge positiv zu umschreiben, die Allah Ta'ala verboten hat? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er suchte Zuflucht davor, in die Irre geführt zu werden. Aber wie gesagt, dieser Hadith ist für uns, versteht ihr? Er musste mit gutem Beispiel vorangehen, damit wir nicht so arrogant sind. Aber das trifft nicht auf ihn zu. Jeder versteht den Zusammenhang hier. Für uns als Vorbild suchte er Zuflucht davor, was zu tun, in die Irre zu gehen oder in die Irre geführt zu werden. Und wie gesagt, manche tun das absichtlich. Manche machen damit Geld. Manche nutzen euch aus. Manche wollen uns ausnutzen, uns in die Irre führen. Uns unsere Würde nehmen, um damit Geld zu machen. Im Namen der Freiheit, im Namen der Selbstverwirklichung. Aber manche Menschen, es können auch Fehler passieren. Verzeihe den Menschen. Ich habe gestern jemandem eine SMS geschickt. Ich wollte zur Beerdigung seiner Mutter. Und ich habe den letzten Bus verpasst um wenige Minuten. Und das nur aufgrund dessen, dass ich Allah Ta'ala nicht gehorsam genug war, um dieser guten Tat würdig zu sein. Und ich schicke dem Bruder eine SMS und ich wünsche seiner Mutter Barmherzigkeit und uns allen Vergebung und Rechtleitung und, ja, und erkläre ihm, was passiert ist. Ja. Und auf einmal kriege ich eine SMS zurück, du mich auch. Salami. Ist das was? Also irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Der Bruder hat irgendwie was im Herzen noch. Ja? Und dann will ich anrufen. Ja? Und es klären, mich entschuldigen. Ich habe mich wirklich bemüht, aber wie gesagt, es gibt einen weltlichen Grund, aber es gibt auch einen spirituellen Grund. Und dann nimmt er nicht ab und schickt mir die SMS Ruhe. Und dann merke ich, irgendwas stimmt, das ist wahrscheinlich, der hat seine Nummer bestimmt geändert. Ja, diese ganzen neuen Verträge bringen die Leute immer dazu, ihre Nummer zu ändern. Und dann schicke ich, ich war verletzt, weil die Person musste wissen, dass ich Muslim bin mit Allah und Salamu Alaikum und so weiter. Ja? Und es geht um eine Beerdigung. Ja? Also Moment, vielleicht bleib noch höflich, dreh nicht durch.
Aber ich war wütend gewesen. Und ich schicke ihm ganz höflich eine SMS: Entschuldigung, die Mutter eines Freundes ist verstorben und ich wollte mein Beileid ausdrücken und offensichtlich ist es nicht mehr seine Nummer und ich bitte um Verzeihung und schönen Abend noch. Und dann schreibt die Person zurück: Tut mir leid. Ich habe gedacht, jemand möchte mich. Okay? Er hat es nicht absichtlich getan. Er hat es nicht absichtlich getan. Dann gibt es Menschen, die dritte Kategorie, die wollen einen unterdrücken. Wir wollen nicht unterdrückt werden, aber der Prophet gab uns auch das Bittgebet mit. Und ich suche Zuflucht bei Allah davor, dass ich andere unterdrücke. Und das passiert manchmal auch Unterdrückten, so seltsam es klingen mag. Warum? Weil sie von ihren Unterdrückern lernen. Weil sie von ihren Unterdrückern lernen. Deswegen die wundervollen Worte von Shahid Omar Mokhtar, der gegen die Italiener einen Freiheitskampf führte in Libyen. Er sagte: Diese Soldaten sind nicht unsere Lehrer. Wir machen nicht das, was sie auch machen. Ja? Wir behandeln die Gefangenen besser und anders, als sie unsere Gefangenen behandeln. Oder dass sich jemand, der schlechtes Benehmen hat, uns gegenüber schlecht benimmt. Oder dass wir diejenigen sind, die schlechtes Benehmen an den Tag legen. Wir brauchen Wissen, um nicht in die Irre geführt zu werden, liebe Geschwister. Wir brauchen Dhikr und Schutz, um nicht unabsichtlich Fehler zu machen. Und oft, wenn man in einer Gemeinde sich befindet, Leute um einen herum hat, sie sind es, die einen davor bewahren, unabsichtliche Fehler zu tun. Und der Dhikr hält einen auch davor ab, Unabsichtliches zu tun. Ja? Wir brauchen Ehrfurcht davor, andere zu unterdrücken. Ja? Angst davor. Und gleichzeitig aber auch Würde und Stolz zu sagen: Nein, wir lassen uns auch selbst nicht unterdrücken. Und zuletzt, ja, Al-Jahl kann vieles meinen. Hier in dem Zusammenhang ist, was ich von den gelehrten Kommentaren gelesen habe, eher das schlechte, grobe Benehmen gemeint. Wir müssen uns auch erziehen. Vieles ist nicht nur eine Frage der Information und des Wissens, sondern wir brauchen Erziehung. Wir brauchen Selbsterziehung. Und andere eben auch. Boah, wenn wir das jetzt alles hören, plus unsere ganzen Erfahrungen, haben wir überhaupt noch Lust, das Haus zu verlassen und mit verschiedenen Menschen zu tun zu haben, die mal dies und jenes Negatives für uns bedeuten können? Manchmal haben wir keine Lust, stimmt's? Aber hört euch diese Worte vom Propheten an, sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajra min alladhina la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Das ist ein authentischer Hadith von Imam Ahmad festgehalten. Der Muslim, der sich unter die Menschen mischt und ihre Schlechtigkeiten, ihre Verletzungen erträgt geduldig oder dagegenüber standhaft ist, der ist bei Allah viel mehr belohnt als derjenige, der sich nicht unter die Menschen mischt und somit auch nicht mit ihren Schadenszufügungen zu tun hat. Manchmal kann es vorkommen, dass wir uns einsam fühlen unter Menschen, vielleicht sogar in unserer eigenen Familie, weil wir auf bestimmte Dinge Wert legen, weil wir bestimmte Dinge praktizieren oder vielleicht von anderen Dingen fernbleiben. Wir können uns einsam fühlen. Und diese Einsamkeit kann uns wehtun, uns angreifbar machen, uns verletzlich machen. Vielleicht suchen wir dann schlechte Gesellschaft, weil wir denken, schlechte Gesellschaft wäre besser als gar keine. Vielleicht wollen wir uns ablenken durch irgendwelche verbotenen Dinge, um diese Leere auszufüllen, wie viele andere es auch machen. Und deswegen, liebe Geschwister, die folgende Feststellung: Wir kommen um diese Einsamkeit nicht herum. Ibn Qayyim, er sagte in Madarij as-Salikin: Ahlul Islami finnasi ghuraba. Muslime sind unter den Menschen Fremde. Hin und wieder. Wal-Mu'minuna fi ahlil Islam ghuraba. Und die Mu'minun unter den Muslimen, ja, also diejenigen, die eine höhere Stufe haben, sind unter ihnen manchmal fremd, manchmal einsam. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Und da geht weiter. Sogar unter den Mu'minin gibt es eine Gruppe, die wird Fremdheit, beziehungsweise ja, diese Einsamkeit, die damit verbunden ist, hin und wieder spüren. Die Leute, die Wissen haben.
Weil die Mu'minun nicht immer alles nachvollziehen können, was die Leute des Wissens verstehen. وأهل السنة الذين يميزونها من الهواء والبدع هم غرباء. Und die Leute der Sunna, die die Sunna verdeutlichen gegenüber den Leidenschaften und den Neuerungen, den negativen Neuerungen, sie werden auch von den Menschen zurückgewiesen. والداعون إليها الصابرون على آذاهم على آذاء المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. Und diejenigen, die also dazu einladen und die dann auch die, also zur Sunna einladen und die dann auch diese Diffamierungen und diese Beleidigungen und diese Ausgrenzungen von denjenigen erfahren, die lieber gemäß ihren Leidenschaften den Islam verstehen wollen. Ja. Aber sie ertragen diese Erschwernisse, sie haben es am allerhärtesten. Ja, weil es noch eine andere Sache ist, selbst eine Überzeugung zu haben und etwas ganz anderes, diese Überzeugungen unter die Leute zu bringen und ihre Zurückweisungen zu ertragen. Aber jetzt sagt er, وَلَكِنْ هَؤُلَا هُمْ أَهْلُ اللَّهِ حَقَّ. Aber das sind wahrhaftig die Leute Allahs. Das sind wahrhaftig die Leute Allahs. فَلَا غُرْبَةَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِيِّينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Er sagt aber, diese Fremdheit, ja, diese Fremdheit ist nicht also von Allah, sondern es ist dieses Fremdheitsgefühl unter der Mehrheit der Menschen, die, über die Allah Ta'ala im Koran auch sagt, wenn du der Mehrheit derjenigen auf Erden folgst, dann werden sie dich von Allahs Weg abbringen. So werden sie dich von Allahs Weg abbringen. Liebe Geschwister, was mich beeindruckt hat, Ayyub alayhi as-salam, der wurde 18 Jahre lang gemieden von den Menschen. Nur zwei Leute haben zu ihm gehalten. In 18 Jahren, nachdem er der Prophet Allahs war unter den Menschen und beliebt und besucht und geachtet und respektiert und, ja, Allah prüfte ihn und die Menschen haben sich von ihm zurückgehalten, außer zwei Leute. Und das ging 18 Jahre lang. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Einer von den beiden wurde schwach und sagte, bestimmt hat er gesündigt, dass Allah Ta'ala ihm diese Prüfungen gibt. Und der ihm treu geblieben ist, er lehnte das ab und er ging zu Ayyub alayhi as-salam und berichtete ihm davon. Ja, und eigentlich muss man doch diese Person dann noch mehr drücken und sagen, oh, danke, dass du mir diese Solidarität gibst. Ja? Nach 18 Jahren des Boykotts von der ganzen Welt, außer von diesen Zweien. Und dann am Ende wird auch noch der andere untreu. Und das ist eine Überlieferung, die sahih ist. Imam Ibn Hibban hat sie unter anderem gesammelt. Aber wisst ihr, was Ayyub gesagt hat? Und das ist so beeindruckend. Das ist so beeindruckend. Er sagte, La adri ma taqul. Ich weiß da nicht, ich kann mit dem, was du sagst, nichts richtiges anfangen. غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في الحق. Er sagte, ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß aber, dass Allah weiß, dass ich damals, als ich zwei Menschen habe streiten sehen und sie nannten Allah. Ihr kennt das, Wallahi, das ist gute Ware, Wallahi, das ist schlechte Ware oder Wallahi, dies und jenes. Ja? Und er sagte, was? Allahs Name wird hier missbraucht. Und er ging zurück nach Hause und hat Wiedergutmachung geleistet für diese beiden Menschen, weil sie Allahs Namen in einem Zusammenhang erwähnt haben, der es nicht würdig ist. Wir sagen Wallahi manchmal 100 Mal am Tag. Ja? Das heißt, diese Fremdheit, die wir spüren, weil wir religiös sind, soll uns nicht persönlich treffen, das sollen wir nicht persönlich nehmen. Uns sollte viel mehr stören, dass Allah Ta'alas Religion zurückgewiesen wird, als dass wir als Personen zurückgewiesen werden. Subhanallah. Was für ein Prophet.
alayhi as-salam. Alayhi as-salam. Ibn Ata'Allah, er sagte in Bezug auf diese Fremdheit, wenn wir manchmal anders sind, wenn wir jemanden nicht fertig machen wollen, wenn wir jemanden nicht beleidigen wollen, ausgrenzen wollen, mobben wollen, betrügen wollen, bei den Prüfungen mogeln wollen oder Geld nehmen und es nicht zurückgeben etc. Leute sagen, wir sind verrückt. Aber wisst ihr, was Ibn Ata'Allah sagte? Er sagte, mata auhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsibi. Dann, wenn Allah Ta'ala dich diese Fremdheit unter den Menschen spüren lässt, wisse, dass Allah Ta'ala dir die Tür dafür aufmacht, mit ihm vertraut zu sein. Allah Ta'alas Nähe zu haben, liebe Geschwister. Seine Ma'iyah zu haben, seine Unterstützung, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, seinen Trost. Es ist ein schönes Wort, stimmt's? Aber Worte von Menschen sind kritisierbar. Aber diese Worte sind deswegen wahr, liebe Geschwister, weil ich sie als eine Ausführung der Worte vom Propheten betrachte, sallallahu alaihi wasallam. Das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a ghariban. Der Islam kam als etwas Fremdes unter die Menschen. Und so wird er auch wieder zurückkehren, wie er einst unter die Menschen kam. Fatuba lil Ghuraba. So verkünde den Ghuraba frohe Botschaft. Verkünde denjenigen, die dann fremd sein werden, anders sein werden, vielleicht ausgeschlossen sein werden, verkünde diesen eine frohe Botschaft. Und in anderen Überlieferungen, die auch sahih sind, das sind diejenigen, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Das sind diejenigen, die Gutes tun oder für Verbesserung sorgen, wenn die Menschen Schlechtes tun. Oder hum unas salihuna qalil. Sie sind wenige Gute, die unas sind su in kathir. Unter vielen schlechten Menschen. Das heißt, diejenigen, die nicht aufgrund von Mehrheiten sich in irgendeine Irreführung oder in irgendeine Sünde verleiten lassen. Alhamdulillah. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte vergib uns. Bitte führe uns. Bitte beschütze uns. Vor uns selbst, O Allah. Vor unseren Leidenschaften. Vor äußeren Einladungen, O Allah, zum Schlechten. O Allah, bitte lass uns lichtspendende Leuchten sein auf deinem Weg. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lasse uns dein Instrument sein. Bitte stehe all den Unterdrückten bei, O Allah. Bitte stehe den Bekriegten bei. Bitte stehe denjenigen bei, die auf deinem Weg kämpfen, O Allah. Bitte, O Allah, schenke ihnen Sieg und Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen. O Allah, bitte heile die Kranken. Bitte erfülle die Bedürfnisse der Notleidenden. Bitte verleihe demjenigen Erfolg, der für dich lernt, O Allah, und der sich für dich anstrengt. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.